Was geht ab, Heroes? Michelle Kotler wieder hier. Willkommen zu einem brandneuen Video. So Freunde, auf mehrere Bitten hin will ich euch in den nächsten Wochen mal so eine kleine Übersicht darüber geben, wie man eigentlich an eine Doktorarbeit kommt ähm, ja und an einen Doktortitel. Heute im heutigen Video will ich euch einfach mal so eine... Grobe Übersicht darüber geben, welche Arten von medizinischen Doktorarbeiten denn überhaupt existieren. Das heißt, man muss sich ja irgendwie am Anfang auch ein bisschen entscheiden, okay, in welche Richtung will ich eher gehen? Will ich eher etwas Theoretischeres machen? Eher etwas Praktischeres? Will ich Patientenkontakt? Will ich keinen Patientenkontakt? Will ich ins Labor? Und so weiter. Und wir beginnen einfach mal ganz direkt. Und zwar: Es gibt insgesamt vier verschiedene Arten von medizinischen Doktorarbeiten. Da wäre zu nennen einmal die statistische Doktorarbeit. Die klinische Doktorarbeit, die theoretische Doktorarbeit und die experimentelle Doktorarbeit. So, mal ganz von vornherein gesagt. Es ist nicht so, wie häufig verbreitet wird, dass eine Art der Doktorarbeit unbedingt besser ist oder wertvoller ist als eine andere. Alle Doktorarbeiten, egal ob statistisch, theoretisch, experimentell oder klinisch, haben ihren Wert. In der Forschung und sind notwendig, sonst würde man sie nicht machen. Denn was man sich immer ähm, als Frage stellen sollte, ist, bevor man eine Doktorarbeit anfängt, warum macht man eigentlich eine Doktorarbeit? Wofür werden eigentlich Doktorarbeiten geschrieben? Ist es einfach nur zum Spaß? Ist es einfach nur um den Doktortitel zu bekommen? Nein, eine Doktorarbeit vom Sinn her ist dafür da, damit neue Erkenntnisse in der Forschung gewonnen werden, so dass man die Therapien verbessern kann, die Untersuchungsmethoden verbessern kann, ein neues Medikament entwickeln kann, ein neues Target, ein neues Ziel finden kann, um eine Krankheit zu bekämpfen. Es ist kein Spaß, den wir da machen. Es ist todesernst in der Medizin. Es ist etwas wichtiges. Wir machen das nicht zum Spaß und deshalb bitte ich auch leute einfach mal bevor sie eine doktorarbeit anstreben darüber nachzudenken warum sie das eigentlich machen wollen ist es einfach nur um den doktortitel zu bekommen dann sollte man sich wirklich fragen will ich das wirklich machen weil dann werdet ihr keinen spaß daran haben ihr werdet keinen spaß daran haben viele patienten zu untersuchen und die ganze zeit daten auszuwerten und co wenn ihr nicht das bestreben habt etwas zur wissenschaft beizutragen und zwar so gar nicht. Dann seid ihr damit besser beraten, einfach es zu lassen. Weil, ja, ja, mi Mist produzieren werdet ihr in der Regel nicht, aber ihr könnt auch mal eine 3 produzieren und äh, quasi eure Zeit irgendwie absitzen. Und die Frage ist, man kommt auch ohne Doktortitel voran. Auch in der Medizin mittlerweile. Es gibt immer mehr Ärzte, die keinen Doktortitel tragen. Deshalb überlegt euch wirklich erstmal, warum will ich das eigentlich machen? Will ich das überhaupt? Ähm, und dann sollte man sich einfach überlegen, okay, welche Art von Doktorarbeit Wünsche ich mir eigentlich, also was, wie will, will ich eigentlich arbeiten? Also eher mit Patienten oder nicht? Und da fangen wir jetzt mal an. Der erste, der erste Punkt ist die statistische Doktorarbeit. Hier geht es darum, auszuwerten, also Daten, die also in der Regel bereits vorliegen, auszuwerten. Das heißt, in den Studien vorher wurden bestimmte Daten von Patienten erhoben, irgendwelche um, Messungen, irgendwelche um, Ergebnisse. Und es gilt jetzt das Ganze durchzuwälzen, zusammenzufassen und auszuwerten. Hier kann es viele Vorteile, aber auch einige Nachteile geben. Naja, man muss sich einerseits sehr viel mit Statistik befassen. Das heißt, man muss sich da einarbeiten wollen. Wobei ihr kommt da auch nicht komplett drumherum in den anderen Arten von Doktorarbeit. Wobei ich das hier als einen unglaublichen Vorteil auf der anderen Seite sehe, weil jeder Arzt sollte statistisch denken können. Es ist unglaublich wichtig, um zu beurteilen, ob eine Therapie funktioniert oder nicht, ob, um zu beurteilen, ob eine Studie na gut durchgeführt wurde oder nicht. Ihr müsst die Therapien und die Überlebensraten und Co beurteilen können im Verlauf, sonst werdet ihr über kurz oder lang euren Patienten schaden. Ihr werdet sie nicht adäquat behandeln können. Das heißt, eigentlich ist es ein großer Vorteil, dass man sich mit Statistik beschäftigen muss und zwar ausgiebig beschäftigen muss, weil uns wird das im Medizinstudium viel zu wenig beigebracht. Der andere mögliche Vorteil ist, dass man eben ja, verhältnismäßig wenig Zeit benötigt. Man hat halt einen vorgegebenen Rahmen. Das heißt, man hat bestimmte Daten, die man von vornherein, normalerweise bespricht, also es ist nicht immer so, dass alle Daten erhoben sind, dass man sollte das im Gespräch klären, sind überhaupt alle Daten schon vorhanden oder warte ich noch auf irgendwas. So, wenn alle Daten vorhanden sind, dann hängt das in der Regel an euch, wie schnell könnt ihr arbeiten, wie schnell seid ihr bereit, euch da reinzuarbeiten, die Auswertungen zu machen und Co. Es kann auch, auf, es kann auch knifflige Momente auch hier geben, es ist halt einfach eine Doktorarbeit, es ist kein... Kinderspiel, das kann nicht jeder Fünfjährige machen, sonst wäre es keine Doktorarbeit, sonst hättet ihr keinen Doktortitel dafür verdient. Das bedeutet auch hier gibt es seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil der mögliche ist, dass ihr keinen Patientenkontakt habt, dass ihr viel am Schreibtisch arbeiten müsst, dass ihr viel mit Daten arbeiten müsst, dass ihr keine Laborarbeit macht. Und ähm, es fehlt so die Erfahrung mit dem Erheben der Daten, das heißt, Ihr habt vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm, wenn ihr das nicht aktiv erzwingt, so dass ihr das sehen wollt. Wie werden eigentlich Daten in der Wissenschaft erhoben? Das muss man halt sich dafür interessieren, muss man dann auch wollen, dass man das halt lernt. Und das ist, lernt ihr dann nicht einfach nur vom Schreibtisch aus. Und ja, es gibt den Nachteil, dass es eventuell und ich sage wirklich nur eventuell schwieriger sein kann nach einer statistischen Doktorarbeit in die Forschung reinzukommen. Das heißt, wenn euer Ziel es ist, rein in der Forschung später zu arbeiten, solltet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt eine rein statistische Doktorarbeit machen, sondern solltet ihr wahrscheinlich eher in die Richtung Klinik gehen oder in die Richtung experimenteller Arbeit. Aber auch hier muss man sagen, vieles in der Forschung läuft über Kontakte. Es kann auch sein, dass ihr jetzt eine statistische Doktorarbeit macht, dann aber in die Forschung über den medizinischen Bereich kommt und über euren Fachbereich zum Beispiel Urologie, Unfallchirurgie oder was auch immer, dort dann trotzdem in die Forschung reinrutscht. Es ist eben nicht ausgeschlossen. Die Frage ist immer, was mache ich aus dem Ganzen? Man kann eine Doktorarbeit schnell abhaken, Doktortitel kassieren und das war's. Oder man kann das Ganze wirklich da richtig tief reingehen, sich damit wirklich beschäftigen, auseinandersetzen, was richtig Geiles zusammenbasteln. Egal, ob das Ganze eine statistische Arbeit ist oder aber eine klinische oder experimentelle oder was auch immer. So, gehen wir weiter zur klinischen doktorarbeit in der klinischen doktorarbeit geht es in der regel darum untersuchungen durchzuführen ähm, behandlungen durchzuführen und dann anschließend erkenntnisse und also daten zu gewinnen und daraus erkenntnisse zu gewinnen das bedeutet hier habt ihr den ja, vorteil oder nachteil das kann man so oder so sehen dass ihr viel mit patienten arbeiten könnt ihr müsst patienten rekrutieren ihr müsst sie untersuchen ihr müsst sie befragen medikamente ausprobieren was auch immer es kann aber auch ein Nachteil sein. Und zwar der Nachteil kann darin liegen, dass ihr einfach ja, Probleme bekommt, ähm, die Patienten zu rekrutieren. Es kann sein, dass ihr einfach nicht genug Patienten bekommt, nicht genug Daten sammeln könnt und das Ganze zieht sich dann hin. Das heißt, hier ist der vorgegeben, also der Zeitraum, in dem ihr fertig werdet, einfach nicht absehbar. Ich kenne Leute, die haben das Ganze in einem Jahr geschafft. Ich kenne Leute, die sind fünf Jahre dabei. Das heißt, es ist nicht so ganz eindeutig wie lange das Ganze dauern wird. Weil, naja, ihr müsst neue Patienten rekrutieren. Das sind nicht immer Patienten da mit einer bestimmten Erkrankung oder die sich einer bestimmten Therapie oder Untersuchung unterziehen wollen. Das heißt, es ist ja auch immer so eine Sache, dass ihr einerseits eine Erlaubnis bekommen müsst, also vom Ethikkomitee, dass ihr überhaupt die Untersuchungen und die, ähm, ja, die Behandlungen durchführen dürft. Und auf der anderen Seite muss ja der Patient auch ebenfalls zustimmen, dass er das mit sich machen lässt. Weil man erforscht ja meistens... Nicht das, was man schon immer gemacht hat, sondern man will ja was Neues erforschen, man will ja neue Erkenntnisse gewinnen. Das heißt, es sind auch Therapien dabei, die vielleicht noch nicht so durchgeführt wurden oder Untersuchungen, die noch nicht so durchgeführt worden sind. Und der Patient muss sich darauf natürlich auch einlassen. Der große Vorteil hierbei ist, dass ihr den gesamten Ablauf mitbekommt. Das heißt, ihr seht, von Anfang an macht ihr die Untersuchungen, ihr habt den Kontakt zu Patienten, ihr erhebt die Daten selber. Ihr könnt dann die Daten sammeln, auswerten, das heißt ihr habt den statistischen Teil dabei, ihr habt den theoretischen Teil dabei, weil ihr müsst ja noch schauen, okay, was gab es denn eigentlich schon vorher, also was wurde da schon vorher erforscht und so weiter. Bis ihr dann zur Erkenntnis gelangt und eure, eure Arbeit fertig schreibt und diskutiert. Das ist ein großer Vorteil in, meiner, in meinen Augen, vor allem wenn man langfristig plant, in die klinische Forschung zum Beispiel zu gehen und aktiv viel forschen möchte, dann ist das ein Vorteil. Das muss man natürlich für sich selber entscheiden, was einem lieber ist, ob man viel mit Patienten arbeiten möchte oder nicht. Das muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, gehen wir jetzt mal weiter zur theoretischen Doktorarbeit. Die theoretische Doktorarbeit ist so ein, ja, so ein Exot unter den Doktorarbeiten. Es gibt nur wenige Menschen, die ich persönlich kenne, die sie gemacht haben. Hier geht es darüber, äh, darum, Literatur auszuwerten. Man liest viel Literatur und wertet das Ganze aus. Ich muss euch persönlich sagen, dass ich nicht wirklich viel Ahnung davon habe, deshalb werde ich das Ganze auch wirklich kurz halten. Der große Vorteil, den ich mir jetzt angelesen habe zu dem Thema, ist, dass es viele, dass man Einblick in Querschnittsfächer bekommt. Das heißt, man kann hier so einen Querschnitt machen zu Philosophie, zu Medizinethik, zu Informatik. Und ähm, ja, es kann in meinen Augen unglaublich spannend sein, auch diese ganze Entwicklung zur Zeit mit der Digitalisierung und Co., mit künstlicher Intelligenz, mit mit der Ethik, die damit einhergeht, mit der Automatisierung, äh, der philosophische Teil dabei. Das heißt, es kann super, super spannend sein, wenn man sich für diese Themen interessiert. Das heißt, man kann hier eine richtig geile Doktorarbeit schreiben, in meinen Augen. Wie, wie man das jetzt gestaltet, ob man das will oder ob man lieber mit Patienten arbeiten will, ob man lieber Daten auswerten will, das ist dann die andere Frage, weil hier habt ihr natürlich keinen Patientenkontakt. Ihr habt weniger, eventuell, ich sage wirklich eventuell, weniger Bezug zum klinischen Alltag. Es ist viel Theorie und die Frage ist, was mache ich aus der Doktorarbeit so, dass ich das Ganze auch in die Praxis übertragen kann, sodass das Ganze, an, sodass das Ganze anwendbar wird. Das ist nämlich eine unglaublich wichtige Frage. Die müsst ihr euch dann im Verlauf stellen, aber vielleicht auch schon vorher, wenn ihr das, euch mit dem Thema beschäftigt. Ich würde vorschlagen, dass ihr einfach das Ganze nochmal recherchiert, falls ich das anspreche und sage, hey, ich interessiere mich für Medizin, aber ich interessiere mich auch unglaublich für Philosophie, für Ethik, für Informatik. Vielleicht wollte ich das mal studieren. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht wird es euch interessieren. Ich finde solche Sachen immer unglaublich spannend. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich das gerne machen würde. Das würde ich dann erst im Verlauf sehen. Aber ich würde dem Ganzen eine Chance geben. Ich würde mir definitiv anschauen, ob es solche Möglichkeiten gibt und ob ich das geil finde oder nicht. So, die vierte Art der Doktorarbeit. Das ist die experimentelle Doktorarbeit der man ja immer so anhängt, dass es ja das Gelbe vom Eis ist. Das ist das Wertvollste überhaupt in der, von der medizinischen Doktorarbeit. So, ich habe euch das schon mal am Anfang jetzt gesagt und ich wiederhole es nochmal. Jede Doktorarbeit hat zum Ziel, neue Erkenntnisse für die Wissenschaft zu gewinnen. Das heißt, man kann nicht sagen, dass die eine Doktorarbeit, also die eine Art von der Doktorarbeit viel wichtiger ist als die andere. Es sind einfach unterschiedliche Arten, aber alle sind wichtig. Alle sind wichtig, damit wir langfristig gemeinsam vorankommen in der Wissenschaft und neue Behandlungsmethoden, neue Untersuchungsmethoden und co entwickeln können. Das bedeutet eine experimentelle Doktorarbeit, das ist einfach eine andere Art vom Arbeiten. Aber man muss sagen, sie hat dieses Ansehen und hat den Vorteil, dass man damit sich eventuell die Türen eher offen hält dafür, um rein in die Forschung zu gehen, wenn man das denn will. Hier muss man wissen, dass man hier... In der Regel viel im Labor arbeiten wird. Das heißt, man wird eventuell in der Zellkultur arbeiten, also zum Beispiel ähm, ja, Zellen, irgendwas ähm, in irgendwelche Lösungen mit irgendwelchen Lösungen bepflanzen und gucken, irgendwelche Sachen in sie einschleusen, Medikamente und Co. und gucken, wie reagieren die Zellen darauf. Das muss man auch mögen. Die Zellen muss man zum Beispiel in der Woche mehrmals splitten, eventuell, je nachdem, wie schnell die Zellen wachsen. Ähm, das heißt, man muss da mitarbeiten wollen. Das andere ist, dass man vielleicht viel pipettieren muss. Das heißt, ihr müsst dann auch mit diesen ganzen Geräten arbeiten wollen. Also eine PCR machen oder, oder, oder. Das heißt, hier ist es dann auch so, dass ihr euch auf der anderen Seite in diese Methoden einarbeiten müsst. Das heißt, ihr müsst diese Methoden wirklich lernen. Und den müsst ihr auch lernen wollen. Wenn ihr sagt, hey, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, den ganzen Tag da zu sitzen und zu pepittieren? Ist keine gute Idee, denn wahrscheinlich eine ähm, experimentelle Doktorarbeit zu machen. Ich fand's geil. Das muss ich euch so sagen. Ich fand diesen Abschnitt geil. Ich habe mich gerne in die Methoden eingearbeitet. Ich habe gerne das Ganze ausgeführt. Mir hat es Spaß gemacht, das zu pipettieren. Ähm, ich habe gerne mit Zellen gearbeitet, wobei ich da auch zum Teil meine Probleme hatte. Ich musste immer wieder Versuche verwerfen. Das ist auch so ein möglicher Nachteil von so einer Arbeit, dass Versuche nicht klappen. Ihr macht und macht und macht und das klappt einfach nicht. Ihr müsst es wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Es ist normal, es gehört dazu. Ihr wollt ja was Neues erforschen und das funktioniert eben nicht ohne, dass ihr Fehler macht. Das gehört dazu, vor allem wenn ihr neue Sachen erlernen müsst vorher. Was hier auch sein kann, das müsst ihr vorher fragen. Natürlich hängt es auch davon ab, ob ihr das wollt oder nicht. Eventuell sind Tierversuche dabei. Das heißt, man muss es machen wollen. Es hat auch seinen seine Vor- und Nachteile, es hat seinen Sinn irgendwo, man macht in der Regel in der Regel, sage ich ganz bewusst, nicht einfach so Tierversuche. Das heißt, da gibt es auch eine Ethikkommission und da wird dann auch streng darüber diskutiert, ob diese Versuche denn legitim sind, ob sie notwendig sind oder nicht. Aber das kann man vorher alles erfragen und dann schauen, ob man äh, ob das notwendig ist oder nicht, ob man das will oder nicht. Der große Vorteil, dass ihr hier wieder den gesamten Ablauf habt. Das heißt, ihr macht die Experimente, ihr erhebt die Daten, ihr wertet die Daten aus, ihr interpretiert die Daten und ihr diskutiert die Daten, ihr gewinnt neue Erkenntnisse. Das heißt, ihr habt den gesamten Ablauf. Und was natürlich auch geil ist, wobei das auch einem liegen muss, ihr betreibt häufig Grundlagenforschung. Das bedeutet, ihr seid mit Gebieten konfrontiert, die wirklich sehr, sehr wenig erforscht sind. Und zum Teil auch so wenig erforscht, dass es ja, kaum Literatur, also auf Deutsch findet ihr dann sowieso kaum Literatur. Und auf Englisch ist es zum Teil auch für bestimmte Gebiete schwierig, Literatur zu finden. Und dann muss man sich dann wirklich einarbeiten wollen in das Ganze, in diese ganze Theorie. Man muss viele Sachen verstehen wollen. Man muss bei zum Beispiel viel Biochemie lernen. Bei mir war das so, dass ich tatsächlich erstmal nicht wusste, was sind überhaupt Mikro-RNA. Was machen die Was haben die für Funktionen? Ähm, da musste ich mich natürlich auch wiederum einarbeiten in das Thema Krebs, also wie entsteht überhaupt Krebs. Ich musste mich einarbeiten in diesen spezifischen Krebs, an dem ich forsche. Ich musste mich einarbeiten darin, was Biomarker sind, äh, wie die eingesetzt werden, was mittlerweile schon alles erforscht ist. Das heißt, ich musste mich in diese ganzen Themengebiete einarbeiten. Und das ist ein anstrengender Prozess. Das muss man wissen. Aber da geht man Schritt für Schritt durch. Das muss man natürlich wollen und deshalb muss man sich selber fragen: Okay, was liegt mir eher? Will ich eher mit Patienten arbeiten? Will ich im Labor arbeiten? Will ich Grundlagenforschung betreiben oder was will ich eigentlich? Das Coole hierbei kann auch sein, dass ihr zum Beispiel nicht auf bewährte äh, Untersuchungsmethoden bzw. Ähm, auf bewährte Methoden der Forschung zurückgreift, wie eine PCR, sondern dass ihr zum Beispiel Völlig äh, neue Sachen entwickelt. Also, meine Freundin ist zum Beispiel in Tissue Engineering tätig und die entwickeln zum Beispiel, die versuchen Kreuzbänder zu züchten. Das heißt, sie musste dort Methoden tatsächlich komplett neu entwickeln, selber. Und das ist, ähm, ja, in der Regel kriegt ihr das in der Klinik, kann es auch sein, dass es so, so läuft, aber in der statistischen oder in der theoretischen Arbeit macht ihr das natürlich nicht. Das heißt, hier seid ihr auch oftmals eventuell auf euch alleine gestellt und müsst viel selber machen, viel selbst erarbeiten. Das kann Spaß machen. Das kann richtig, richtig viel Spaß machen. Aber es ist halt wie überall. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Und ich hoffe, ich konnte so einen ganz groben Überblick mal darüber geben. Meine Meinung ist dazu einfach so, dass ich sage: Jede Arbeit hat seine Vor- und Nachteile. Man muss einfach nur an seinem Typ Mensch entscheiden. Okay, was liegt mir eher? Ich werde euch das Ganze in eine PDF packen. So richtig schön übersichtlich. Ich weiß, dass die Videos nicht immer so die komplett abgefahrene Struktur haben. Aber dafür mache ich die PDF-Dateien. Die werde ich euch kostenlos unten in den Beschreibungskasten packen. Könnt ihr euch runterladen? Da steht alles aufgelistet nochmal mit den Vor- und Nachteilen. Eine grobe Übersicht darüber, welche Möglichkeiten ihr habt. Da könnt ihr euch das anschauen. Und dann würde ich an eurer Stelle hergehen und mich ein bisschen einfach weitergehend im Internet mal einlesen und sich einfach mal ein paar Gedanken darüber machen. Okay, das liegt mir, das liegt mir überhaupt nicht. Das will ich, das will ich überhaupt nicht. Vielleicht auch mal umhören in dem Freundeskreis. Dass ihr sagt, okay, vielleicht mit jemand unterhalten von den Ärzten, was er gemacht hat und welche Erfahrungen damit gemacht hat. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Ich zeige euch einfach mal so Schritt für Schritt, wie man eigentlich zu einer Doktorarbeit kommt und wie man dann eventuell auch durch die Doktorarbeit kommt mit der Zeit. Falls ihr weitere Fragen habt, dann stellt sie mir unten drunter. Ansonsten kommt in die Facebook-Gruppe, in die MediHeroes Community. Dort kriegt ihr auch immer die aktuellsten Infos. Da empfehle ich euch auch Bücher, ich empfehle euch Artikel und vieles mehr. Das heißt, schaut da unbedingt vorbei. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig. Ist eine coole Sache. Die Community wächst immer weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.